Weiter geht es mit einer neuen abscheulichen Folge Diablo 4. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte abscheuliche Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, ihr wollt supporten, bewerten und kommentieren. Geht ganz schnell, ist ganz easy. So, hier oben ist wieder ein Event, aber ja, wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Auch wenn ich diese Events gerne mitgrinde. Na gut. Ich weiß, dass ich meine Familie gern wiedersehen würde. Geister, vergebt mir. So, dann mach du mal. Ich bin ready. Orastus! Ich beschwöre euch! Kommt und holt euch, was euch zusteht! Alter! Lyrok, endlich! Dachtet ihr wirklich, ihr könnt einen Pakt mit den brennenden Höllen schließen und den Flammen entgehen? Nein! Alter, was ein Brocken! Und was für eine gentle Stimme, ne? Der Schuldeneintreiber, den kenne ich. Der sieht auch genauso aus. Dicke, fette Goldkette um den Hals. Let's go. Mann, der will es wissen. Lyrok. Ich konnte euch nicht retten. Es tut mir so leid. Immerhin ist das Buch Geschichte. So, das Buch ist Geschichte. Oh, da drüben ist ein Schnellreisepunkt. Den holen wir uns. Der ist wichtig. Der ist super, super wichtig. Tja, einmal den Namen ins Buch geschrieben. Was gewünscht. Und die Seele war verloren. Klassiker eben, ne? Dämonen einmal eins. Sollte jeder kennen. So, warte mal. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten, ja, klar. Was ist das hier, ein kleines Dörfchen? Okay, ein winzig kleiner Stützpunkt. Ohne Händler, ohne irgendwas. Ich kann auch hier runtergehen und dann komme ich auch rein. Okay, Schmoky, dann machen wir das so. Dämonen? Böse Drecksviecher? Nur Leichen? Ich bin noch nicht bereit. Sehr viele Leichen? Aber kein einziger Gegner? Okay, wer hat hier aufgeräumt? Hier ist wirklich gar nichts. Ist komisch, oder? Das ist schon irgendwie komisch. Blub. Ich liebe es einfach, über diese Tierkadaver drüber zu treten. Ich weiß auch nicht, warum. Es erfüllt mich mit Glück, über tote Tiere zu laufen. Was? Wo sind denn die Gegner? Wer hat denn hier so kräftig aufgeräumt? Tja, hier gibt's nichts für uns zu tun, Kumpel. Irgendjemand hat hier richtig, richtig aufgeräumt. Okay, da unten wollen wir hin. Alter, wie viele Leichen aber auch hier rumhängen, ne? Wer hat das alles aufgehangen? Das muss ja ewig lange dauern. Wer ist euer Dekorateur? Boah, jetzt gibt's hier noch Artillerie und... aber kein Feind. Gut, ich nehme es mal mit. Kommt schon. What? Oh, hier geht's gar nicht weiter. Ich bin eine Ausfahrt zu weit gefahren. Ja, Artillerie war völlig für die Ritze, weil nichts. Ich muss noch etwas warten. Und Artillerie ist vorbei. Und noch mehr Blut.
Okay, wie geht's hier weiter? Ah. Kann man hier rein? Nee. Kann man hier irgendwo runter? Okay. Am versteckten Aussichtspunkt. Sag mal, gibt es hier noch einen Weg in die City? Jetzt sagt nicht, wir müssen hier durch rein. Ey, das ist ja mal... Das ist ja mal Kotz. Ja, anscheinend müssen wir... Ja, hier ist noch ein Weg rein. Keine Gegner. Falscher Weg. Wo bleibt das Reittier? Ganz merkwürdige Gegend. Ganz, ganz merkwürdige Gegend, oder? Boah, das, ey, das ist ja ein Mordsweg. Jetzt kann ich ja nochmal komplett hoch und runter dappen. Geht's hier durch? Ja. Hier ist ein Gegner, ja, Jungs. Oh, da oben war es so einsam. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Einsamkeit da oben war. Bin so froh, dass ihr hier seid. Lass mir den Chef wegholen. Ja, wir müssen den hier killen. Der holt uns wieder ihn zurück. Endlich darf ich mal wieder jemanden kaputt schlagen. Mann, 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 war das einsam da unten. So, jetzt also hier den Weg und da ganz runter. Hast du hier alles ausgerottet, dass ich nichts mehr zu tun habe? Okay, hier ist wieder was los. Warum ist da drüben denn alles ausgestorben gewesen? Bam. Also so ist der Traum von heute noch Level 45 werden in weite Ferne gerückt. Ich habe nicht genug. Alter, was ist das denn hier für einer? Ich bin noch nicht bereit. Wo ist er hin? Wow, 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 Ziegenmann! Ich muss noch etwas warten. Okay, der will's wissen, ha? Huh? Ich habe nicht genug Geisteskraft. Gibst du mir irgendwas Geiles? Langstab. Ich bin noch nicht bereit. Wenn er trifft, trifft er richtig, ne? Töte ein extrem seltenes Monster in der offenen Spielwelt. Du warst extrem selten und hast mir aber leider nichts extrem Seltenes gegeben. Stimmt, wir hatten ja noch einen neuen Ring. Wir hatten ja noch einen neuen Ring. Na gut. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Wenigstens Eppes hatten wir in der letzten Folge. Aber dafür, dass der so extrem selten sein soll, ne? Hat jetzt auch nichts wirklich super Seltenes gedroppt. Ist das der Weg? Blutgetränkter Zugang.
Der ist gar kein Blut, der andere war blutgetränkt, aber der hier ist sauber wie der Arsch einer Nonne. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Alright, was geht hier ab? Komm schon, gib mir mal hier so ein seltenes Blümlein. So, wir haben es endlich geschafft. Auch hier wieder nicht wirklich was los. Sorry, Oma. Wow. Okay, ich nehme alles zurück. Alter. Die Stadt Gulran. Okay, gut. Die haben da ganz schön rumgespachtelt. Scheiße, wie kommt man in diese Stadt rein? Ist auch schon mal nicht der Zugang. Ich will mitmachen beim Blutbad. Aber die lassen mich einfach nicht mitspielen. Okay, gehen wir mal hier in die Räucherkammer. Da gibt's beefy Menschen. Rawr, rawr. Der Verschlinger. Das war's. Jo, das war's. Ein Verschlinger verdroschen. Ende. Das war ein kleiner Snack. Mehr war das nicht. So, hier ist auch nix. Muss auf jeden Fall nochmal in die Stadt reisen. Hier oben ist irgendwo eine Schnellreise. Ah, we did it, boys. Dann gehen wir mal ganz kurz in die Hauptstadt und vercheckerlechen alles, was wir hier noch haben. Psst, ihr da. Ich muss euch sprechen. Na, keine Zeit, Bro. Leider bin ich ziemlich noch etwas? Im Stress. So. Lebt wohl und viel Glück. Alright. Bitte sehr. Und dann gehen wir mal runter zu dem Händler. Weil wir haben ziemlich viel Ruhm. Ich muss noch etwas warten. Dann können wir uns den ganzen Obolus hier mal ausgeben. Weil sonst kannst du ja damit eh nichts anfangen, oder? Wenn auch. Du farmst das so schnell wieder rein. 370 ist das Ding. Ja gut, versuchen wir die Axt. Müll. Pech Müll, gehabt. Müll. Wollt es noch Müll, sehr schön. Müll. Oh, eure da ist Gebete was. Gebete wurden offenbar erhört. Meine Gebete. Wurden erhört. Hm. Diese Pulverisieren-Fähigkeit ist halt geil. Das ist eigentlich schon eine geile Fähigkeit. Kappe. Das, darin steckt nicht wenig Magie.
Tunika. Das ist auch ganz nice. Hurricane ist auch ganz nice. Sehr. Eure Gebete wurden offenbar erhört. Oh, das ist eigentlich auch ganz witzig. Weil hier haben wir es doppelt. Gut. Was? Ja, aber die Blase haben wir auch hier. Tollwut. Ach, der hat noch eine weitere Fähigkeit. Aha. Zwei Sockel. Na gut, wir tauschen eh alles aus. Früher oder später wird hier eh alles ausgetauscht. Man kann auch Fähigkeiten runterziehen. Damit muss ich mich auch mal beschäftigen. Weil ich will halt diese eine Fähigkeit würde ich ganz gerne behalten. So. Wo sind wir stehen geblieben? Hier. Jetzt gehen wir erstmal zurück und machen endlich das, was der alte Mann, der alte Saufkopf von uns will. Gut, dass ihr hier seid. Nur leider ohne Armee oder Belagerungswaffen. Elias ist hier? Zweifelsohne ist er im Palast. Hinter der hohen Mauer und den verriegelten Toren. Wir können nicht hindurch. Ihr wisst, wer es kann. Solaya. Tja. Ah, wie viele Nachrichten waren es? Wie lange sitzt Oyun schon bei diesen Schlechtern dort drinnen fest? Sie ist vielleicht die Letzte, die den Tunnel kennt. Falls sie noch lebt. Falls der Tunnel existiert. Ihr vertraut mir nicht. Natürlich nicht. Ihr seid eine Diebin. Vor Jahren wart ihr nützlich, ja. Doch ihr habt offensichtlich andere Gründe für eure Suche nach Oyun. Das geht euch nichts an. Wenn ich nach Oyun suchen müsste, wo würde ich beginnen? Sie hat ein Haus am Marktplatz. Wir wollten uns dort treffen, doch mir war der Weg versperrt. Kommt bitte in einem Stück wieder. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass diese Oyun das Risiko wert ist. Vielleicht überzeugt ihr mich vom Gegenteil. Habt mal ein wenig Vertrauen, alter Mann. Ich gehe da rein. Wenn nicht ich, wer denn sonst? So, ihr kleinen Schnitzel. Da werdet ihr gemanscht. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Ja, ich muss die Fähigkeit von der Axt ziehen, weil das, was ihr da gerade seht, warum der Boden hier so aufwabert, das ist halt die Fähigkeit meiner Axt. Ich find's geil. So. Ja, komm mit. Sammelt euch! Ach, ich bin im Chat drin. Ich dachte eben gerade, warum geht mein Hurricane nicht? 2-2-2, Freunde. Das ist auch ein bisschen doof, dass wenn du hier unten irgendwie rein drankommst, dass du dann schreibst. Ich habe
habe nicht genug Geisteskraft. Boah, Alter, pulverisieren, das ist schon eine fiese Nummer hier. Das fetzt dir auf jeden Fall die Socken weg. Bin ich hier richtig? Ist dies the right way? Was ist das denn hier für ein Eisvogel? Ich muss noch etwas warten. Und dann auch noch das Stun. Das ist so geil. Ich habe kaum noch Geistes. Was noch ganz nice sein könnte, weil das ja auch so ein ganz netter Passiv-Move ist, wären die Ranken. Weil viele Dinge geben halt anscheinend einen richtig schönen Bonusschaden, wenn die Gegner vergiftet sind. Da denke ich mir halt so, ey. Paar Ranken. Nicht wahr, Mr. Verschlinger, Sir? Au. 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 Wir müssen sie suchen, okay. Wir haben keine wirkliche Angabe, wo wir hin sollen. Also alles hier unten in dem Graben vernichten. Ich brauche mehr Geisteskraft. Feuriger Blutfalke. Bam. Drop doch mal ein bisschen was Geiles. Haut doch mal geilen Stuff raus, Boys and Girls. Bin mir sicher, der Blutfalke war ein Mädchen. Okay, hier geht's noch hoch. Ja, let's go. Schauen wir mal. Gefüllt mit allerlei Krimskram. Ein einfacher Dolch, ein paar Münzen und eine dunkle Haarlocke, die von einer blauen Schleife zusammengehalten wird. Okay, wir kommen in die Area. Nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich kriegen! Die Stadt muss auch unglaublich krass stinken. Danke, danke! Habt ihr jemanden namens Oyun gesehen? Ich weiß nicht. Die Kannibalen holen sich alle. Sie töten und fressen. Aber manche schleifen sie fort. Zu den Gefängnissen, wie ich gehört habe. Warum sollten diese Monster irgendwen am Leben lassen? Verdammt, Mädchen. Vielleicht könnte Oyun noch am Leben sein. Geh bitte raus aus der Stadt. Aber hier drüben geht's auch noch weiter, oder was? Nee, hier ist Ende. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Alright. Also die Lady muss unbedingt aus der Stadt raus. Überlebenschancen hier drin gleich null. Boah, wenn du so lebendig von Menschen zerrissen und zerkaut wirst, das ist echt übel. Schau dir den hier an, der ist so fett, der hat bestimmt einige Menschen gemampft. Ey, da rennt er mir hinterher.
Woran erkennt man, dass es absolute Psychopathen sind? Die lassen das Bargeld ihren Opfern zurück. Ich brauche mehr Geisteskraft. Oh, hier ist wieder so ein Blutfalke. The bird is the word. Ich bin noch nicht bereit. Von Wolfi. Ja. Ja. Meins besser. Sorry, ich kann nicht jeden retten. Ich bemühe mich, aber es klappt nicht immer. Ich bemühe mich, ich bin hochmotiviert, aber... Meine Quote ist nicht die beste, was Leben retten angeht. Bam. Kurzer Prozess. Einfach mal hier auf den Tisch geschlagen. Oh, die haben wieder viel Leben. Die Sausäcke hier, die dreckige. So, ihr könnt mich leider nicht verletzen. Ich bin nämlich in meiner Glücksbubble. Okay, hier rennen noch welche rum. Oioioi. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Alter, hier ist aber auch eine Party. Okay, hier geht's wieder zurück. Hier ist auch eine Tür, die fake ist. Klassische Fake-Tür. Okay, wir nähern uns der Sache. Schwupps. Hastig errichtete Barrikade. Erfüllt aber ihren Zweck. Okay. Willkommen im Knast, ha? Huh? Was ist das für eine Kolonne hier auf dem... auf dieser Freske da drüben? Moin, bist du hier der Bestrafer? Alter, da gibt's nichts mehr zu bestrafen. Ja, schon die Knochen runtergeschossen. Nichts. Nichts. Das sollen noch irgendwie Menschen sein. Das heißt wenig, wenig, sehr, sehr wenig Menschliches. Irgendjemand kaut hier gerade schön das Leder runter. Okay, der Typ hat Eisfähigkeiten. Damit hat er mich jetzt wirklich überrascht. Muss ich leider zugeben. Alter. Mieses Schicksal. So, wie es weitergeht hier in der Hölle, erfahren wir beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschö.